Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier. City Skyline, Shelly Valley, die zweite. Wex und Greit. 84.190 Einwohner haben wir mittlerweile angelockt und haben wir vor allem auch Platz für geschaffen. 260.000 ist allerdings das Ziel, da fehlt noch eine ganze Menge. Aber ich denke, wir sind ganz gut im Plan, also geldtechnisch läuft. Meilensteine. 90.000 Einwohner, das ist das Ziel für die heutige Aufnahmesession. Weil danach, glaube ich, ist alles freigeschaltet, so wie es aussieht, an kaufbaren Gebieten. Und dann kann man natürlich richtig nochmal expandieren, kann auch überlegen, sich irgendwo nochmal komplett neu zu erfinden. Wobei, so viel Platz ist hier gar nicht, ne? Hier oben. Aber das ist dann ziemlich schwierig und kriegen da, glaube ich, überhaupt noch so viele Einwohner hin. Wir haben beim letzten Mal hier neu vorbereitet für viele, viele neue Wohngebiete. Und zwar, denke ich mal, fangen wir da gleich mal mit an, das alles hier auszumalen. Und auch hier bei City Skylines gilt, neue Playlist im Hintergrund. Ja, ein bisschen abwechslungsreichere Musik. Ja, ich mache das jetzt alles mit Wohngebieten. Gerade noch überlegen, aber nee, ach, Wohngebiete ist ja auch das, was wir eigentlich am meisten brauchen, ne? Also irgendwie sollten wir hier nochmal versuchen, eine Abzweigung hinzukriegen, dass wir hier nochmal den Kreis weiterführen. Ich denke auch, dass wir hier dann in die Richtung weiterbauen. Weiter mit unserer doppelten Straße, wobei auch einer schrieb, dass man gar nicht die ganz dicken Straßen hier die ganze Zeit braucht. Wir können natürlich auch mal einen kleiner nehmen. Gleise, was für Gleise sind das denn? Monorails. Mittlere Industriestraße. Mehr Lärmbelästigung unterstützen wir, dass wir können. Nö, nö. Das mal so ein bisschen als Überlegung, ne? Das könnte ein bisschen zu laut sein. Müsst ihr mal reinschreiben in die Kommentare, die Leute. Kommt auch an, natürlich, wie konzentriert man gerade arbeitet. Das passt, glaube ich, einigermaßen. So, nicht so wegscrollen. Bürogebäude, ne? Hier noch mal mit verbinden, aber dann wir unterbrechen das so viel. Und zu viele Unterbrechungen sind immer nicht gut. Aber wir sollten gleich wieder überlegen, eine U-Bahn-Station mit aufzubauen. Weil wir machen so viel Geld, ne? 40.000 plus pro Runde. Das war schon mal deutlich mehr, glaube ich sogar. Hier haben wir schon eine U-Bahn-Station. Würde ich mal hier noch mal eine nehmen. Hier ins Wohngebiet mit rein. Den Kreis noch eine mit rein und hier am Bahnhof auch, wa? Würde ich gerade wieder am besten fahren. So, auf jeden Fall von hier nach hier. Nach hier. 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 Hier.
So. Und das Ganze nochmal in die andere Richtung. Also hier eine neue Haltestelle. Da. Gut, dann brauchen wir unten drin Strom. Warte. Ja, oder einfach erstmal hier ein bisschen Bürogebäude ausweisen. Dann dürfte da doch eigentlich auch gleich was hinterherkommen. Gut. Das haben wir schon mal. Industrienachfrage ist eigentlich auch schon wieder. Und wir haben hier kein Wasser, weil wir in die Wasserknappheit kommen tatsächlich. Also wir sollen mal neue Pumpen hier oben aufbauen. Wasseraufbereitung, Wasserspeicher, Pumpendienst. Achso. Large Water Pump Station, das ist doch die. Eigentlich, da passt noch eine zwischen, ne? Kann noch ein Stück höher gehen. Das haben wir noch gar nicht gekauft, da das direkt am Fluss liegende Stück. Dann können wir maximal so. So, angeschlossen. Strom hat er ja auch schon. Passt alles, oder? Also hier haben wir viele, viele Fläche. Aber das Problem war irgendwie, ich hatte auch überlegt, dass wir hier noch einen Flughafen hinbauen. Das Verkehrschaos an einigen Stellen, ja, ist immer noch ein Verkehrschaos. Ich weiß aber nicht, wie wir das noch verbessern könnten. Vielleicht irgendwo im Budget. So ein bisschen mehr Geld hier für Straßen einfach mal ausgeben. Dann sind die Straßen vielleicht besser. Mehr für den Bus. Überall mal. Guck mal, das können wir auch einfach mal deutlich mehr machen. Für die U-Bahn, dann können wir auch noch ein bisschen mehr ausgeben. 20% mehr. Für die Züge auch. Flugzeuge sind teuer, ne? Aber passt schon. Die Post soll natürlich auch einfach ein bisschen mehr Lastwagen aufnehmen. Hier. Über mal 10% mehr, oder? Geldtechnisch, also ich muss jetzt nicht 40.000 plus pro Runde machen. Wir reichen theoretisch, wenn wir 10.000 plus pro Runde haben. Hauptsache, unsere Leute sind gut versorgt, sind alle gut zufrieden. Und gut, hier 10% mehr sind auch ziemlich viel mehr Kosten. Ich kann sagen, mal gucken, ob wir gleich noch an die 20.000 übrig behalten am Plus pro Runde, dann ist es alles noch im guten Bereich, meiner Meinung nach. Darlehen haben wir. Doch, das ist noch ein Restdarlehen, das können wir mal bezahlen. Ist das auch, haben wir aktuell kein Darlehen mehr. Gut. Dann bin ich gespannt, ob das insgesamt ein bisschen für mehr Zufriedenheit sorgt. Eigentlich ziemlich happy alle, ne? Da kann man, also die sind sehr, sehr froh hier bei uns. Guckt euch das an. Gewerbezufriedenheit ist nicht so gut. Wohngebietzufriedenheit, das ist sehr hervorragend. Auch alles im grünen Bereich. Jetzt mal jetzt nochmal gucken, könnte wir Verkehr. Ist immer noch hier diese Hauptroute und hier die Route. Ich gerade, ob wir noch einen Tunnel bauen können und wenn ja, wie.
denke schon, wir könnten eigentlich hier runter. Wir müssen nämlich nicht noch da rumfahren. Aber ich glaube, das Teil steht im Weg, oder? Warte mal. Nee, das geht. Oh, was ist das denn jetzt geworden? Das war so eigentlich nicht ganz gewollt, ehrlich gesagt. Und sagen, Strom brauchen wir eh keinen mehr hier. So, das ist jetzt sowieso ein bisschen in den Tunnel. Levis Tunnel. Auch alles Levis Tunnel. Hat er keinen? Ja, der kriegt aber, kriegt er andersweitig Strom? Ich glaube nicht. Jetzt haben wir natürlich noch mehr Busprobleme hier oben, glaube ich, dadurch geschaffen. Das macht keinen Sinn, wenn wir hier Straße wegreißen, sind auch die Gebäude, die wir hier haben, weg. Wobei es sind nicht viele, ne? Ich überlege, ob wir diese Straße wegnehmen. Zumindest bis hier einen Tunnel runtergehen lassen. Mal versuchen können wir es, oder? Also. Ich hoffe, das ist jetzt. Müssen wir gucken. Wie ist das denn passiert? Das war. So wollten wir bestimmt keinen Tunnel. Obwohl natürlich so machen wir hier grüne, hier einen grünen Deckel drauf, ne? Das war aber so nicht gewollt. Ja, das ist. Ach, wir unterbrechen natürlich auch teilweise damit unsere Strecken wieder, oder? Ich glaube, so große Umbauten sollte man nicht unbedingt machen. So, das ist jetzt ein Tunnel, der hier einfach mal so durchgeht. Jetzt werden wir hier die Straßen nochmal wieder ein bisschen miteinander verbinden. Aber der ist doch verbunden, oder nicht? Ja, muss. Da fahren gleich welche durch. Die wissen wohl nicht mehr, wo sie hin sollen, oder was? Kann passieren. Irgendwas doch immer. Und wir kommen jetzt wieder dichtes Gewerbegebiet hin und gut ist. Oh, hier brennt's. Großes Feuer. Gerade gelöscht. Sehr gut. Jetzt überlege ich nur, wie wir hier noch wieder wegkommen. Ne? Also ich würde eigentlich auch überlegen, von hier jetzt noch was durchzuhauen, das macht keinen Sinn, dass wir hier noch irgendwie eine Straße runter. Ich
fucking Garage. Besucht das nicht immer jemand? ...88.300 haben wir aber heute schon geschafft, also die 90.000 sollte machbar sein. Warum haben die kein Wasser gekriegt hier unten? Tut mir leid. Weitere Industrieterrassen, würde ich behaupten, sollten wir mal angehen. Wir versuchen von hier mit so einer Kurve rumzugehen. Ist ein fieses Gebiet hier, ne? Das kann man nicht anders sagen. Ich glaube nicht, dass wir hier, doch hier würden wir noch mal so machen können. Ja, hier macht er gleich eine Brücke, da gewinnen wir dann auch nichts. Und von hier ich glaube, das macht uns hier mehr kaputt, als es Sinn macht. So vom Straßenverlauf. Wir können jetzt hier ein bisschen Industrie ranklatschen. Viel ist es ja nicht. Ich weiß auch nicht, ob die hier so schön auf den Bergen wohnen wollen, aber ist egal. Auf jeden Fall hätten wir hier ein bisschen was ausgewiesen. Mehr ist hier irgendwie nicht zu holen. Nur für ganz kleine Betriebe teilweise. Einmal auslernen. Gut, aber das glaube ich war es dann schon wieder für heute. Die Tunnel teilweise werden gut angenommen, aber wir haben hier auf jeden Fall, glaube ich, auch, so wie es aussieht, ein neues Verkehrsproblem. Naja, wie gesagt, ich bin schon froh, dass er Verkehr noch nicht komplett zu erliegen gekommen ist. Und die 90.000 knacken wir dann morgen, ne, übermorgen, ne? Übermorgen kommt die nächste Folge. Bis dann, danke ich euch und tschüss.